In diesem Video dreht sich alles um den Tefal TT5500 Toaster. Ein Toaster mit einer Eierkochfunktion. Für die Webseite dein-toaster.de haben wir uns den einmal genauer angeschaut und seine ganzen Funktionen ausgiebig getestet. Das Ergebnis siehst du jetzt in diesem Video. Falls du dir diesen Toaster kaufen möchtest, dann klick auf den Link in der Videobeschreibung. Außerdem findest du noch einen Link in der Beschreibung, in dem es weitere Informationen über diesen Tefal Toaster gibt. Und jetzt viel Spaß beim Video. Heute präsentiere ich euch den Tefal TT5500 Toasten Egg Toaster. Dieser Toaster kann nicht nur toasten, er hat auch eine Funktion, mit der ihr Eier zubereiten könnt. Und zwar in den verschiedensten Formen, zum Beispiel Rührei, Spiegelei oder auch hartgekochte Eier. Dazu aber später mehr. Kommen wir erstmal zu den Funktionen. Das hier ist wie gesagt die Vorrichtung für die Eier und auch andere Speisen, dazu gleich mehr. Hier vorne haben wir die Bedienelemente. Das ist einmal der Betätigungshebel. Hier können wir die Bräunungsstufen einstellen. Es gibt 5 verschiedene. Hier wählen wir dann aus, was wir machen wollen. Dieser Knopf ist zum Beispiel nur dafür da, um Toast zu toasten. Hier können wir Toast und Eier zur selben Zeit machen und hier nur die Eierschale benutzen. Diese Taste ist zum Auswerfen und stoppt sämtliche Funktionen, die wir gerade aktiv haben. Das sind eigentlich auch schon alle Knöpfe, die wir brauchen. Der Toaster ist für 2 Toastscheiben geeignet. Und wir wollen jetzt mal die Funktion testen. Dazu testen wir einige Bräunungsstufen, nicht alle, die der Toaster so aufweist. Wir fangen an von 5 Stufen mit Stufe 1. Dazu nehmen wir 2 Toastscheiben, packen diese in den Toaster. Jetzt müssen wir die Toast-Taste betätigen, denn wir wollen ja nur das Toast benutzen. Jetzt blinkt hier die Leuchte. Nun können wir den Hebel runter machen. Und das Ganze startet. Den Toastvorgang selber schneiden wir raus, da das Video sonst einfach viel zu lange wäre. Fertig sind die Toastscheiben. Hier sehen wir jetzt, sie kommen auch sehr schön nach oben raus, sodass wir nicht tief in den Toaster greifen müssen. Es gibt auch eine leichte Liftfunktion, womit wir die Toasts noch ein Stück weiter nach oben bekommen. Das ist aber, wie wir sehen, nicht wirklich viel. Könnte natürlich trotzdem hilfreich sein. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das Toast nach dem Toastvorgang auf Stufe 1 aus. Es ist kaum gebräunt, es ist aber knusprig. Es ist leicht angeknuspert, das sieht schon ganz okay aus. Natürlich lassen wir auch hier zwischen den Toastvorgängen immer ein bisschen Zeit, damit der Toaster abgekühlt ist und wir das Ergebnis dadurch nicht verfälschen. Jetzt stellen wir das Ganze einmal auf Stufe 3. Das ist die mittlere der 5 Stufen. Wir nehmen wieder 2 Toastscheiben, packen diese in den Toaster, betätigen erneut die Toast-Taste und starten das Ganze. Und fertig ist auch das Toast. Hier sehen wir schon eine deutlichere Bräunung, die auch ziemlich gleichmäßig ist. Das Ganze auch von beiden Seiten, das sieht ganz gut aus. Das ist jetzt Stufe 3 gewesen. Als nächstes testen wir den Toaster einmal auf Stufe 5. Das ist die höchste Stufe, die wir einstellen können. Erneut 2 Toastscheiben und starten das Ganze. Und fertig sind auch diese Toastscheiben. Auf Stufe 5 sieht das Ganze dann so aus. Das Toast ist nun schon wirklich sehr, sehr gut gebräunt und sehr dunkel. Das bedeutet aber, wir haben hier für jeden Geschmack die perfekte Bräunungsstufe. Es ist wirklich alles dabei. Die Leistung des Toasters konnte uns daher schon mal definitiv überzeugen. Was natürlich außerdem noch wichtig ist, kommt der Toaster auch mit großen Sandwich-Toastscheiben klar. Auch das Ganze wollen wir einmal testen. Wir haben hier schön großes Super-Sandwich, werden den Toaster einmal auf Stufe 3 stellen und schauen mal, wie das Ergebnis aussieht. Wir starten das Ganze. Die Toastscheiben verschwinden schon mal ganz im Toaster und gucken nicht oben raus. Dennoch schauen wir gleich mal, wie das Ergebnis aussieht, wenn sie fertig getoastet sind. Der Toastvorgang ist nun abgeschlossen und wir schauen uns einmal das Ergebnis an. Auch mit den großen Toastscheiben kommt der Tefal Toaster ziemlich gut klar. Zwar sehen wir am oberen Ende des Toasts einen kleinen Rand, der etwas weiß ist, dieser ist aber trotzdem knusprig. Also auch mit großen Toastscheiben kommt der Toaster ziemlich gut klar. Natürlich hat auch dieser Toaster ein Brötchen. Dieser wurde extern mitgeliefert. Den klappen wir einmal aus. Beide Seiten, bis die einrasten und dann können wir ihn ganz einfach oben drauf stellen. Fertig. Nun können wir oben
Brötchen, Baguette oder was auch immer rauflegen. Alles, was quasi nicht in den Toaster passt, um es zu erwärmen. Wenn wir ihn nicht mehr brauchen, klappen wir das einfach ein und können ihn in die Schublade packen. Was uns bei dem Toaster ein wenig gefehlt hat, ist eine Auftaufunktion und eine Wiederaufwärmfunktion von bereits getoastetem Toast. Diese hatten wir bei allen anderen getesteten Toastern vorhanden. Bei diesem allerdings nicht. Dafür kommt der Toaster aber mit diesem netten Schmuckstück um die Ecke, welches ich euch jetzt mal näher präsentieren möchte. Das Ganze ist quasi ein Eierkocher. Hier können wir Eier mitkochen und auch viele andere schöne Dinge mitmachen, die ich euch jetzt mal präsentieren möchte. Dieser besteht zum einen aus dem Deckel, das ist einfach ein ganz normaler Plastikdeckel, den wir abnehmen können. Dann folgt ein kleiner Einsatz zum Dampfgaren. Hier können wir zum Beispiel bereits vorgegarte Bacon, Scheiben oder Würstchen einfach reinlegen, um diese wieder etwas aufzuwärmen. Als nächstes kommt ein kleines Pfännchen. Das benutzen wir, um zum Beispiel Omelette zu machen, Rührei oder was auch immer, Spiegelei. Hier kann man eigentlich fast alles reinmachen, was man möchte. Als nächstes haben wir dann den Einsatz, um Eier zu kochen. Diese Schale hier ist fest fixiert, die können wir nicht einfach so rausnehmen und das ist quasi der Wasserbehälter. Außerdem dabei ist dieser kleine Messbecher. Und dieser Messbecher hat jetzt die Funktion, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, aber hier steht jetzt drauf, was wir genau haben wollen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel, wenn wir Eier kochen möchten, ob wir sie hart, mittel oder weich haben möchten. Außerdem sind hier verschiedene Markierungen drauf, die zeigen, an denen wir einstellen können, wie viele Eier wir im Behälter haben. Zudem unten drunter eine kleine Gummikappe als Schutz. Wenn wir diese abnehmen, dann finden wir einen Eierpiekser, denn wir müssen die Eier natürlich vorher anpieksen, damit diese nicht platzen. Wir wollen das Ganze jetzt einmal probieren und werden Eier kochen. Dafür müssen wir die Eier zuerst anpieksen. Das machen wir mit dem mitgelieferten Piekser. Einfach einmal reinpieksen, zack, schon haben wir das Ei angepiekst. Als nächstes füllen wir das Wasser für unsere 4 Eier, die wir gleich kochen werden, in den Behälter, machen den Eiereinsatz rein und platzieren unsere Eier in den Behälter. Dann kommt noch der Deckel oben drauf. Wir schalten das Gerät auf Eier kochen. Die Leuchte blinkt und jetzt startet der Eierkocher automatisch. Das Wasser hier drin wird jetzt erhitzt und durch den Wasserdampf werden die Eier gekocht. Das Ganze läuft jetzt so lange, bis kein Wasser mehr im Wasserbehälter ist. Das merkt das Gerät und dann hört es automatisch auf und die Eier sollten fertig sein. Sobald das Gerät fertig ist, hört die Lampe auf zu leuchten, wo wir eingestellt haben, dass nur die Eier gemacht werden sollen. Wir haben die Eier jetzt schon rausgeholt, einmal unter kaltes Wasser gehalten, so wie es empfohlen wird. Und möchten uns jetzt das Ergebnis einmal anschauen. Und jetzt gucken wir da mal rein. Das sieht tatsächlich exzellent aus. Da kann man gut sehen, das Ei ist mittelweich, würde ich sagen. Das Eigelb ist schön flüssig, das Äußere ist fest. Das ist wirklich sehr gut geworden. Die Eierkochleistung überzeugt also schon mal allemal. Das ist sehr zufriedenstellend. Was wir jetzt aber natürlich nochmal testen wollen, ist, wie das denn mit einem Spiegelei aussieht. Dafür füllen wir wieder die laut Becher vorgegebene Menge für ein Spiegelei hinein. Dann geben wir dazu das kleine Pfännchen und machen dort jetzt unser Ei rein. Wir haben jetzt das Ei in unserem Pfännchen, machen einmal den Deckel drauf, starten wieder die Eierfunktion und warten, bis das Ganze fertig ist. Das zeigt das Gerät uns wieder automatisch an, indem es einfach aufhört zu leuchten, sobald das Wasser verdampft ist. Da haben wir jetzt das Spiegelei. Das Ganze sieht jetzt zwar etwas komisch aus, weil sich ein kleiner Schleier über dem Ei gebildet hat, aber im Großen und Ganzen ist es ein richtiges Spiegelei und hat auch die richtige Konsistenz. Also es ist nicht mehr flüssig, es ist ein richtiges Spiegelei. Das Problem ist natürlich hier etwas, mehr als ein Spiegelei kann man nicht zur Zeit machen. Es geht immer nur eins und auch wenn man ein Omelett macht, ist es immer nur eine kleine Menge. Aber trotzdem ist diese Funktion wirklich sehr hilfreich, falls man mal auf die Schnelle ein Spiegelei braucht und keine Lust hat, eben eine Pfanne anzuschmeißen oder so ähnlich. Dann haben wir hier noch einmal das Ergebnis der Toastvorgänge. Die ersten beiden Toastscheiben wurden auf Bräunungsstufe 1 getoastet. Mit der zweiten haben wir Bräunungsstufe 3 genommen.
Und bei den letzten haben wir Bräunungsstufe 5 genommen. Wir haben also eine gute Variation verschiedener Bräunungsstufen und so für jeden Geschmack das Richtige. Der Tefal Toast & Egg Toaster konnte mit seiner Toastleistung überzeugen. Es gibt 5 verschiedene Bräunungsstufen, somit ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Das wirklich Besondere an diesem Toaster ist aber natürlich die Eierfunktion. Denn dieser Toaster hat einen integrierten Eierkocher, mit welchem man bis zu 4 Eier gleichzeitig kochen kann oder aber ein Spiegelei oder ein Omelett zubereiten kann. Auch andere Speisen, die bereits vorgegart sind, kann man durch einen Dampfeinsatz wieder aufwärmen. Das Kochen der Eier funktioniert wunderbar. Ein Spiegelei ist aber so eine Sache. Es funktioniert, aber man kann nun mal nicht mehr als ein Spiegelei zur Zeit zubereiten. Das Konzept und die Leistung des Toasters haben uns aber definitiv überzeugt. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu weiteren Informationen sowie einen Link zum Toaster direkt. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und damit du in Zukunft keine Produkttests verpasst, abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.